Säule, oder? Warum schießt du auf die Wand? Nein, 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 nein. Ach, kann das, dass diese Schnellen aber nicht so viel aushalten einfach? Okay, oder kann das, dass diese Schnellen doch eine Menge aushalten? Aber eigentlich braucht man das Messer halt doch, um solche Situationen zu nutzen, um die abzustechen, wenn die auf dem Boden liegen, ne? Ja. Oder anzuzünden halt in diesem Kanister da, ne? Schnell hingehen. Aber. Braucht auch Platz, ne? Braucht halt super viel Platz. Und untersuchen kannst du die auch nie, das ist halt ein bisschen ätzend. So, wollen wir mal verwenden und brauchen nicht kombinieren, wollen wir mit Waffe. Nein, mit Waffe. Wird gut. Wo wollt ihr jetzt eigentlich hin? Mit Waffe. Mit Waffe. Hast du Two Broke Girls gesehen? Ja, mit Waffe. Bin ich gefallen auf Mac Stock. So, hier auf die beste Szene in der ganzen Serie. Wo sind wir denn jetzt? Wo ist denn jetzt dieses. Ist das mit dem Klavier nicht im anderen Stockwerk und auf der anderen Seite? Nö, ich glaube, es ist auf dieser Seite. Mit dem Klavier? Ja, aber im ersten OG. Also im Obergeschoss. Ich glaube, ich. Sorry. Muss niesen, vielleicht. Gesundheit. Boah, krass, was war das denn? Ein Nieser. Das wird drauf. Ja. Vielleicht mute ich den Nieser, vielleicht auch nicht. Das macht mich menschlich, weißt du? Das hat er wochenlang vorm Spiegel einstudiert, dieses Verhalten. Ja, wo soll ich denn jetzt hin? Toll. Nochmal halt. Wo? Ich kann ja da die Treppe ja auch hoch und dann kann ich eigentlich mal gucken. Aber war das hier mit dem. Das war doch nicht hier mit dem Klavier, das war doch andere Seite, oder nicht? Nee, das war auf dieser Seite. Wo war das denn hier, bitteschön? Am Ende von diesem Gang zurück? Das war doch hier. Ach, mal, es ist schrecklich, dass wir immer eine Woche aufhören, ne? Ja. Unten ist es nicht der Raum. Unten? Direkt, wenn du jetzt praktisch von deiner Position aus, wo du jetzt gerade bist? Das war der Raum. Ach nee, das ist, wo wir den Schrank verschoben haben, ne? Ganz unten, also ich kann jetzt, warte, ich kann jetzt mit der Maus hier mal benutzen. Das hier genau. Müsste der sein, wo wir den Schrank verschoben haben vorher. Genau, das meinte ich ja gerade doch noch. Wo, und hier ist halt, genau, der Zwischengang. Wo eigentlich auch noch der Pfeiler unten fehlt bei diesem Flur. Ja, genau, da ist der ja Pfeiler. Eigentlich Pfeiler genau. Hier ist dieses Außenareal gewesen. Mhm. Das hier hast du aufgeschlossen. Das ist das mit den Statuen. Genau, mit den Musketieren laut. Genau, das heißt, es könnte noch dieser Raum sein. Nö, ich glaube nicht, dass da zwei Gänge waren. Oder ist es dieser Raum? Stimmt, da waren keine zwei Türen. Das ist dieses Arbeitszimmer, wo du jetzt gerade hin zeigst. Mit der, das hier? Ja, wo dieses Tagebuch an der einen Seite liegt. Ach so, okay. Und das da? Das. Laufen. Das. Ach so, nee, brauchst du nicht. Das ist der Raum, wo diese komischen Pflanzen drin lagen. Aber ich weiß nicht, ob man den jetzt aufschließen kann. Du meinst die andere rote Tür da? Mhm. Das können wir trotzdem nochmal versuchen eben. So. Ja, schon Lord Helmchen. Ja, alles ganz ehrlich, das könnte er sich auch ruhig auf der Karte eben drauf kritzeln. So ein Symbol? Ja, ist ja geil. Das ist ja wirklich geil. Also hier ist es überall nicht. Deswegen, ich muss noch mal gucken, gehe ich jetzt nach unten. Richtig? Ich muss tausendmal gucken. Captain orientierungslos. Halt, warte. Hä? Wieso? Und dann gehe ich den Flur entlang und dann bin ich auf jeden Fall oben. Und dann gehe ich mal in ein anderes Stockwerk. Weil das dieses Stockwerk ist es genauso wenig wie das Stockwerk da drunter. Das ist alles Mumpitz. Das ist auf der anderen Seite irgendwo. Oder? Ja, muss ja. Wir können doch nicht den ganzen Raum verlieren. Was ist das für eine Scheiße? Mega Panne. Wo
Wo ist denn das? Scheiße. Ach, Quatsch. Ach, doch. Das ist im Erdgeschoss links. Westflügel. Ich habe schon wieder was gehört. Ist da irgendwie ein Zombie, den du nicht abgemorkst hast? Was? Wieso bin ich denn jetzt dafür verantwortlich, die ganzen Zwombomaten wegzunieten? Hängt der irgendwo fest? Da schieß hat mal. Doch gerade unten irgendwas ge... Schieß. Hältst du jetzt hinne? Lauf drüber weg. Schnell, schnell, schnell. Run for it. Guck, auf der, ob der ausläuft. Kannst du immer... Ja. Krass. 1:1. Vielleicht habe ich das synchronisiert, morgens, wenn ich aufstehe. So. Sag mal, immer so 10 Sekunden, bevor mein Handywecker klingelt. Bevor man aufwacht. Nun, ich gehe jetzt mal nach unten auf die andere Seite und dann muss es da sein. Punkt. Ist es auch. Ich weiß wieder, welcher Raum. Sie, very good. Beim Speisesaal praktisch very good. Richtung Keller. Very good. Und beim Keller die zweite Tür auf der linken Seite. Very good. Very good. Und da ist es dann. By the way, falls ihr euch wundert, wir mussten zwischendurch mal unterbrechen und haben da die Controller getauscht. Also ihr seid nicht in eine alternative Realität gewechselt. Es ist alles so richtig. Oder vielleicht doch. Es ist vielleicht einfach nur ein bisschen verwirrend zusammengeschnitten. Oder alternative Realität. Ich höre was. Ja, das bin ich, wie ich ins Mikro flüster. Gehen durch die Tür. Warte. Welches ist denn das jetzt? Ja, die Tür, jetzt links einfach. Ja, die. Das ist der Raum, weil das passt auch mit dem Schrank dahinter und so weiter. Dahinter, die Tür da hinten links. Sag ich doch. Sag ich doch. Du hast gesagt, dass du seit ein paar Minuten. Penisbär. Penisbär ist auch so eine geile Beleidigung, die keine Beleidigung ist. Mhm. Kostenspieliger Flügel. So. Hä? Nein. Y. So. Ja! Sehr professionell von ihm stehen. It's me, Chris. Rebecca. Ich wusste, dass die kommt, weil er kann das nicht. That sounded like Moonlight Sonata. Er steht doch drauf. Can you play? Ich wusste, dass die das spielt. Ich wusste es. Klar im Stehen beim so. Holala. Ist bekannt, ne? Klar, Mondscheinsonate ist bekannt. Die auch immer wieder. Oh, what was that? My interpretation is off a little. Let me practice for a while. Kann ich einfach sagen, nö, üb nicht, hä? Hey, da kommen wir nicht weiter. Lass sie üben. Sure. But don't get too carried away. Oh, I won't. Ich glaube, jetzt musst du in dieser Zeit, während sie übt, ein paar Zombie-Wellen abwehren. Meinst? Nee, pf, keine Ahnung, du würdest ja mitkämpfen, oder? Aber könnte halt sein, dass durch den Lärm des Klaviers. Oh, Kaka. Die Zwombomaten angelockt werden. Das könnte für wahr passieren. Das ist so eine Art Event-Start ist praktisch. Ja, ja. Genau. Oder das hinten der Spiel ein Bericht. Mal. Ja, während du im Menü bist, ist Pause, das kannst du jederzeit machen. Okay, stimmt. Aber hier können wir auch nichts. Was ich eigentlich erstmal als mega nachteilig empfunden habe im Spiel. Das Nachladen praktisch im Menü. Ja, aber so ein Vorteil, weil es halt genau, keine Zeit frisst. Genau, weil es keine Zeit frisst, ist es eigentlich total vorteilhaft. Tantchen, wie sieht's aus? Ich glaube, du musst jetzt halt diese Zeit jetzt erstmal im Raum bleiben. Sicher? Ich kann hier einfach weggehen? Aber ich kann sie auch nicht anquatschen. Dann kostet spieliger Flügel. Ja, vielleicht muss sie das einmal durchspielen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das ja offscreen auch erst 4-mal durchgespielt. Hey, nee, nicht wirklich. Wenn sie jetzt immer wieder anfängt? Stimmt, es ist immer wieder der gleiche Loop, ne?
Müssen wir irgendwo ein anderes Event auslösen? Ich guck mal auf die Karte, welche Türen haben wir denn noch nicht? Das ist so geil, wenn sie jetzt hier übt und wir gehen jetzt einfach weg. Hat sie eine Knarre dabei? Ich glaube ja. Aber was mit dem Typen? Dem wir das Serum noch besorgt haben? Sie. Der. Vielleicht hat sie ihn gerettet, indem sie ihn so an die Wand, ach Quatsch, an die Decke gehalten hat. Und dem Panzertape oben an der Decke befestigt hat. So. Ist ja jetzt erstmal sicher. Ja, wird das jetzt noch was oder? Wird das jetzt eine Folge Dauerschleife? Also, ich bin dafür, wir bleiben jetzt einfach 20 Minuten stehen. Und haben wieder eine Folge. Los, mach das jetzt. Hey, so macht Üben noch voll Spaß. Ich möchte dich nicht unter Druck setzen, aber. Ja. Da kommen Erinnerungen hoch. So habe ich lesen gelernt. Ja. Ich würde sagen, wir gehen raus. Vielleicht triggern wir dann was. Vielleicht hören wir das jetzt auch in der ganzen, im ganzen Haus. Hm. Vielleicht geht der Aufzug jetzt. Betreten. Ach, das ist das, wo der Strom fehlte, ne? War da unten nicht auch noch irgendwas? Da war doch so ein Aufzug, oder? Ein Aufzug und Türen, aber konnten wir die Türen vielleicht mit unserem neuen ich glaube, das Schlüssel ist öffnen? Eine Tür war wegen Strom verschlossen, weil der Aufzug, und da war noch eine Tür. Aber vielleicht ist das unser neuer Schlüssel jetzt. Ja. Haben wir noch einen Schlüssel bekommen? Ja, und da waren mehrere Türen. Hier. Von einer anderen Seite, okay. Aber du hast recht, die hatte ich gar nicht in... Das andere? Das stimmt, die Tür hatte ich überhaupt nicht... Rumlaufen. Hä? Ich habe ungefähr 10 Mal auf den geschossen. Oh. Also von der Kameraperspektive war das jetzt geil. Ah, den hat zerrissen. Der steht da auch gleich auf. Ja, man muss auf jeden Fall dieses Dings mitnehmen. Strom dieses, ist angeschaltet. Die Leichen muss man verbrennen. Ja. Aber gut, den hätten wir so oder so töten müssen. Wie geht's uns? Geht's uns noch gut? Warnung. Aber Warnung geht noch, ne? Können wir noch einen ab, oder? Vor allen Dingen, wir haben keine Band zum Speichern, ne? Wir haben keinen Band zum Speichern. So. Ah, ist jetzt die Frage, ob du hörst es doch. Ja, wir sind jetzt aber auch wirklich daneben. Aber du wirst es nicht im ganzen Anwesen. Ja, das ist aber trotzdem Anwesen. Programmiertechnisch nett. Ja, ja, klar. Aber du meinst ja, ob du es jetzt im ganzen Anwesen hörst. Was ist mit der Tür da ganz oben? Welche meinst du? Warte. Die hier. Die. Haben wir die schon probiert? Rundung? Ich weiß gerade gar nicht, wo das ist, ehrlich gesagt. Das war das, wo der eine Hund war. Und hier hinten war irgendwas an der Wand, was man noch machen konnte. Ach, das war draußen irgendwie so ein Areal. Ja. Ach, jetzt treffe ich das erst. Ja, ja. Stimmt. Ich weiß auch nicht, wie es verschlossen war. Soll ich da mal hingehen? Vielleicht geht's da weiter. Vielleicht muss man sie einfach noch üben lassen. Ja, wir müssen auch die ganzen roten Türen ausprobieren. Alle? Ah, sorry, mit dem Inventar und der Karte vertue ich mich andauernd. Hier ist ja auch noch eine. Aber das ist ein anderes Symbol, oder? Von der anderen Seite verschlossen sogar. Ah, super. Und was ist mit der... Alles klar. Ob er auch noch zum Zamboriden wird? Nee. Da gibt es auch noch diese Treppe nach oben. Treppe nach oben? Ja, warte. Ich kann mich nur noch an letzte... Also, wie gesagt, die letzte Session ist ja eine Woche her. Hier war das mit den Vögeln, ne? Das war das mega miese mit den Vögeln. Also ich kann mich ja wohl noch an die Szene erinnern, aber es hat sich irgendwie bei den Vögeln, die Szene hat sich auch nicht danach angehört. Das hat sich irgendwie noch was ganz anderes angehört, fand ich. Ich habe es auch nicht gesehen, als ich unten auf der Treppe stand. Doch, ich habe die sofort gesehen. Ich habe es nicht gecheckt. Ich habe die ganze... Ach, hier ist das hier. Warte. Mehr Mappa. Ich habe meinen Blick die ganze Zeit praktisch unten auf diesen Eingang gerichtet gehabt und ich habe das mit den Vögeln jetzt gar nicht gecheckt. Das ist alles Käse hier.
Aber wir können da irgendwie noch weiter. Geradeaus jetzt. Wir jetzt hier lang gehen? Nee, da kommst du doch da an, wo diese Statuen waren. Mit dem Schlüssel. Oder nicht? War das die andere Seite rum? Hier steht jetzt Leiter nach oben. Ja, doch, tatsächlich. Doch jetzt, wenn du jetzt ein paar Meter weiter gehst, kommt doch eine kleine Treppe. Geh mal. Da. Ach so, die ist gemeint. Ach, Mann. Ja, zack. Und jetzt sind wir ganz oben hier. Aber am Ende ist eine rote Tür. Hm. Die haben wir noch nie aufgemacht bis jetzt. Vielleicht können wir die jetzt öffnen. Weil hier haben wir den Schlüssel ja auch dafür bekommen. Das kann sein, das ist natürlich. Wow. Das wäre natürlich mega offensichtlich. Verschlossen. Helmsymbol. Gott sei Dank, das wäre sonst peinlich. Finden 2 Meter vor der Tür, die verschlossen ist, den Schlüssel dafür und wir benutzen den nicht. Ja. Weil hier war auch, das war letzte Woche, glaube ich, bei uns so, ne? Wir wollten dann irgendwie speichern, sind dann hiernach direkt zurückgelaufen. Keine Ahnung. Also, ich bringe dich mal zu der Tür da oben Tür? mit der Tür. Und dann, ey. Aber ich mach schnell hier lang. Warte, du guckst. Ja, verkackte. Verkackte? Ah, da sind noch 2 rote Türen, die wir überprüfen könnten. Soll ich das tun? Mach mal. Hui. Da kann ja, das Schlimmste, was da sein kann, ist wieder so ein Flitzer. Aber ich glaube, die halten, diese Flitzer halten wesentlich weniger aus, als diese. Kurz ruhig. Ach, keiner da. Langsameren. Da liegt der noch im Boden. Verschlossen, Helmsymbol. Da liegt der noch im Boden. Fucking traue ich nicht über den Weg. So, das war die Tür, die nicht aufging. Unten ist dieser. Wir können noch mal ganz kurz unten gucken, wie es dem Typen da geht. Vielleicht hat der uns irgendwas zu sagen. Vor allen Dingen das Walkie-Talkie, was wir von ihm haben, können wir auch noch mal benutzen. Wo ging es hier nicht hin? Aha, waren wir schon mal? Nein. Sind wir jemals in diese Richtung gelaufen, Alter? Nein. Toll, schön. Viele mögen jetzt denken, wir sind verplant, aber in Wirklichkeit, ja, wir sind verplant. Ich lasse es. Okay. Bob, wie geht's dir? Das macht er immer wieder. Hebt sich sein Brustkorb an und ab? Ja. Tatsache. So kleine Details bei solchen Spielen, ne? Ja, und dass du jetzt unten links im Bildschirm den Arm oder die Hand siehst du nicht immer gleichmäßig. Ich bin fast dafür, dass wir tatsächlich diese Treibstoffkanister mitnehmen. Weil die ganzen, und zwar Monetten, die auf dem Boden liegen, die können wir wirklich besser wegbrennen. Wir können das gerne mal versuchen, an dem, der da oben rumliegt. Kurz. Dann wissen wir es. Ja, aber ganz ehrlich. Ich würde jetzt ja speichern, aber wir haben kein verkacktes Fahrplan. Oh, das ist der neue. Ich würde sagen, wir haben unseren. Wow. Was machst du? Zu hin. Hörst du das nicht? Ja, doch. Schneller. Ich würde sagen, das lief ziemlich gut. Jo, da kann man sich nicht beschweren. Ich glaube, der steht auch nicht wieder auf. Der steht nicht wieder auf, nein. Verwenden. Das brauchen sie jetzt nicht, ja? Verwenden. Wow, geh da noch weg, du Idiot. Geh da noch weg, du Idiot, du Blöder. Du Trottel, ey. Du machst doch keine Benzinlache unter dir selber und dann zündest du dir direkt an. Zündest du dir an, du. Hier nie. Anstatt dass der in der Videosequenz einfach mal einen Meter zurückgeht. Das ist der übrigens von oben, den hätten wir vorhin schon abmurksen sollen. Oh, aber wie geil, dass er das nicht nach, also vor Basti, sich macht. Ey. Dass er einen Meter zurückgeht direkt am Anfang, das auf die Leiche kippt und das dann anzündet. Hier gibt es nur Putzmittel.
Es riecht hier etwas unangenehm. Ja, das ist, weil es bei ihm zu Hause immer dreckig ist und stinkt. Er kennt das mit dem Putzmittel nicht. Hallo, ich gebe weiter Gamepad an Nexilium. Bitte schön. Einfach damit es mal endlich hier läuft, weißt du? Ja. Oh, das ist ungewohnt, da ich zu Hause jetzt momentan viel vor der PlayStation 4 sitze, jetzt wieder mit dem Xbox Gamepad. Ist schon ein bisschen geiler, ja, es geht gewöhnungsbedürftig. Geiler, ne? Nö. Anders. Geiler, ne? Anders. Geiler, ne? Nee. Es ist tatsächlich anders. Geiler. Nein. Oh. Altmodisches Schloss, leicht zu knacken. Ja, dann knack das doch. Wir unterbrechen dieses Let's Play jetzt für 20 Minuten, damit ich das mit meinem Bruder ausdiskutieren kann. Nein, weiter. Also, das ist leicht zu knacken. Aber du kannst das nicht knacken, weil... Hast du so einen, ach, hättest du so einen Schlüssel dabei? Geh mal in die Truhe und guck mal, ob du so einen alten Schlüssel hast. Vielleicht kannst du ihn benutzen. Dabei wollte ich das jetzt eigentlich gerade knacken. Kannst du nicht knacken, weil du keinen Diederich dabei hast. Knacken. Knacken. Guck mal. Nee, das geht knacken. Nein. Ich habe leider zufällig gesehen, dass wenn man, wie heißt die? Jill? Jill? Ja. Wollen wir Jill spielen? Die hatten einen Diederich dabei. Was? Was hat Chris jetzt hier für tolle Sachen? Dein Feuerzeug. Der hat ein Feuerzeug. Willst du mich verarschen jetzt? Ja, da oben, wo er sein Feuerzeug hat, hat sie, glaube ich, einen Dietrich. Oh Mann. Nimm mit. Wenn uns einer anfällt, ist das, die Sachen sind... Der Schlüssel ist weg, das Spray ist weg, ein Schuss ist... Schon in Ordnung. Ja, ja. Go, Johnny, go! Oh, sorry. Ha? Ha! Mit alten Schlüssel verwenden. Sehr gut. Oh. Klick, klack. So, jetzt gehen wir hier lang. Quatsch. Müsste man eigentlich mal durchziehen. Eigentlich ist es mies, wenn dann in den Türen, wenn es dahinter Zombies gibt, ne? Wie wenn du da mit halbem Leben reingehst, zack, tot.